Ja, wie man sich sicherlich schon gedacht hat, wurde das letzte Video einfach mal wieder unterbrochen. Aber diesmal ist es so schlimm. Alles, was verpasst wurde, war, wie ich beim in der Technikabteilung einen Satelliten und ein Medikit in Auftrag gab und dieses Medikit jemanden von meinen Leuten in die Hand gab. Und diesmal versuche ich das Video in niedrigerer Qualität aufzunehmen, weil 1,25 GB für 10 Minuten, das kann man zwar als okay durchgehen lassen, allerdings die Uploadzeiten sind ganz schön extrem und ja, der Rechner wird wahrscheinlich die ganze Nacht dann mit Video uploaden beschäftigt sein und das möchte ich in Zukunft vermeiden, deswegen habe ich die Auflösung reduziert. Ich hoffe, dass das dann trotzdem noch einigermaßen akzeptabel aussieht. So, jetzt geht's mal hier weiter. Ich suche jetzt nach Raketen und da sind sie auch schon. Commander, wir haben mehrere Hilfegesuche erhalten. So. Aktuelle Entführungsfälle sind auf dem Hologlob markiert. Ich erkläre kurz, warum jetzt welcher Entführungsfall wie gut ist. Dieser Entführungsfall sehr schwer. Das ist erstmal Kriterium Nummer 1, aufgrund dessen es leicht abzulehnen wäre. Sehr gut ist die Belohnung. Ingenieure sind meiner Meinung nach am Anfang das Wichtigste, weil man die nämlich braucht, um die Satellitenzentralen zu bauen. Wenn man nur eine davon bauen kann, ist das schlecht. Also man kann nur einen Satelliten bauen ohne weitere Zentralen und um mehr davon bauen zu können, braucht man mindestens 10 Ingenieure. Das heißt, ja, gut, das lange jetzt erklären. So. Zweiter Einsatz in Afrika und einer ist in Russland. So, eins ist ganz klar, den in Russland werde ich definitiv nicht nehmen, weil Russland in Europa liegt und ich den nächsten Satelliten in Europa sowieso absetzen werde. Das heißt, und zwar aus dem Grund, weil ich dann hier gleich die Jäger schon habe für die Jägerabdeckung. Ich werde nämlich für mittlere UFOs zwei Jäger brauchen, das heißt, und ich werde mir keinen weiteren leisten können. Das heißt, der erste Satellit soll nach Europa, das heißt, Russland wird definitiv nicht gemacht. Das hier würde ich erwägen, deshalb, weil es nur schwer ist und nicht sehr schwer. Der Unterschied ist, glaube ich, dass bei schwer weniger Aliens kommen. So 10 statt 12 oder so in der Art. Aber die Ingenieure sind zu verlockend, um darauf zu verzichten. Deswegen werde ich versuchen, diesen Einsatz zu bewerkstelligen. Und ja, weil es ist ja jetzt, da das jetzt gefilmt wird, kann das ja nur klappen. Das wäre ja blöd, wenn jemand ein Video davon macht, wie er verliert. So. Wir landen. Dann geht's los. Und ich werde. Unser nächstes Ziel heißt Argentinien. Dort diesmal schauen. Was ich natürlich auch hätte machen können, ist natürlich, ich hätte mir die Uhr gestellt. Bis ungefähr 10 Minuten um sind, dann hätte ich gewusst, aha, es ist soweit. Es wird auch diesmal bald passieren, weil ich hier empfangen Sie klar und deutlich. Strike One hat grünes Licht für den Einsatz. So. Ich glaube, gleich mal ein bisschen aggressiver. Das ist der Scharfschütze. Ja, solange er nichts sieht, das kann er auch ruhig. Ja, Pistole wechseln kann er trotzdem, das weiß eh jeder, das brauche ich nicht zu erzählen. Was ist das hier eigentlich? Ich habe alles umgelegt. Sieht aus wie gleich mal einfach ein Schatten, okay. Könnte ich jetzt sagen, dass ich Vegetarier bin und mich das nicht so interessiert, aber muss ich ja nicht so. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass da Aliens drin sind. Oder da. Im Kühlraum. Naja, was soll's. Ich könnte mich ja zur Not immer noch hier sehen. Was mir wichtig wäre, wäre, dass ich noch. Ich muss schauen, wie weit die laufen können. Dass ich wieder hinter diesen Wagen zurücklaufen kann, falls irgendwas ist. Ich würde fast sagen, dass ich diese Runde gar nicht weiter vorgehe. Weil
jetzt auch hier mal ans Fenster stellen, wenn ich vermute, dass da die Aliens drin sein könnten. Verstanden. Warum hab ich den eigentlich nicht im Feld weiter? Egal. Immer wachsam, Commander! Das ist eine Tür. Ja. Das war schon ein bisschen riskant jetzt. Also zu schauen, dass man mit dem letzten, den man bewegt, also möglichst immer nur mit dem ersten neues Gebiet aufzudecken. Aufgrund dessen, dass die Aliens dann ja. Ja, so. Das alles verdorben und dann noch schlecht von und haben sie auch was Vegetarisches. Oh, Gottes Willen. Man kann die Tür auch sanft aufmachen, aber muss ja nicht sein. Ja, oder man springt gleich das Fenster. Das ist natürlich auch immer eine Alternative. Das spielt jetzt ein bisschen so wie der erste Teil, also schön mit vier Leute an die Tür stellen, dann Tür aufmachen und dann reinballern. Und mache ich die Tür jetzt auf? Ja. Weil theoretisch muss man Leute jetzt noch schießen können, wenn die sich bewegen. Na. So eine lange Animation, dann schießt er dann LOL 5 Dollar. Warum LOL? So, jetzt sind die Aliens hier raus. Ich glaube nicht, dass wir hier alleine sind. Ich bin wieder dran. Nein? Bin ich noch dran? Ja, das ist ja noch meine Runde. Ja, auf Feldposten. Die Frage ist, ich weiß jetzt gar nicht, ob der Scharfschütze jetzt nochmal schießt, denn der hat ja schon. So. Der müsste aus ihrer Sicht eigentlich vielleicht, ja, sie schießt ja dann hier lang. Der müsste flankiert sein. Ach du Scheiße. Wie viele sind das jetzt? Ich liebe es. Impossible Iron. Und dann so viele Aliens. Feinde gesichtet. Wir haben jetzt drei zusätzliche Gruppen. Das ist ja schön, dass er flankiert ist. Helfen eins. Granate. Und zwar hier mit zwei Stellen. Ich laufe! So, dann macht der Scharfschütze, kann der auch eine Granate werfen. Möglicherweise, aber nicht so weit. Ja, das ist jetzt schwer zu sagen, ob die noch in der Reichweite sind, wenn nicht einfällt. Näher ran. Versuchen mit einer Granate, das geht. Nein, das geht nicht. Ich muss unbedingt noch eine Granate dort platzieren.